Und damit herzlich willkommen beim Rätsel in Shadow of the Tomb Raider. Wir waren gerade dabei, hier die 7 Schritte von Jesus Kreuzigung durchzuerleben, zu machen. Und jetzt wollen wir hier mal am Rädchen drehen. Was genau passiert, weiß ich nicht. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Halt, stopp. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Ist das heftig. Alles klar, okay. Hoffentlich passiert uns das nicht. Ist das wirklich das Richtige? Hier rutscht die Mutter. Und was kam nach der Mutter? Das war ja anscheinend das Verkehrte, ne? Warte, ich muss mir das nochmal angucken. Ich krieg's hin. Muss mir das nochmal ganz kurz angucken. Das war der Sturz. Da ist ein Bild der Schatulle drauf. Aber das war ja auch verkehrte. Aber lesen wir mal. Nein? Okay, dann nicht. Ich erkenne das leider nicht mehr so richtig. Was kam nach der... Habe ich nicht irgendein Relikt, irgendein... Wenn ich kurz auf... Wo war denn das? I? Nee. Was soll's? Hat funktioniert. Da war ich wohl richtig. Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Alter, das mit den Kreuzen, das ist so heftig. Oh, Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Was ist das hier? Sie tragen ihn. Holy shit. Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Mhm. Sie heben ihn hoch. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Ach, das war die Mutter? Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Das ist schon heftig. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. Ja, das ist ein bisschen heftig. Verehrt. Bisschen übertrieben, finde ich. Das ist widerlich. Ah, es ist zugegangen, okay. Ich war nicht zusammen mit Lopez hier. Das Licht geht hierher. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ah ja, okay, da sind solche... Einen Moment, dann machen wir hier. Machen wir mal das Ding da hin.
Ich habe keinen blassen Dunst, ob das jetzt so richtig ist. Oh ja. Ein Moment. Ich habe jetzt stürzt ein zweites Mal. Das war die Mutter. Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Was? Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, genau, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Gekreuzigt und bestattet. Nicht. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Er wird gekreuzigt und bestattet. Das heißt... Halt! Nein, 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 nein. Ja. Er wird gekreuzigt. Ich muss die Stange drücken. Und dann bestattet. Bestattet ist... Ist das runternehmen? Weil da hinten ist er auch am Kreuz, oder? Da wird er gekreuzigt. Was ist denn das? Jesus wird ans Kreuz genagelt. Genau, und was ist denn das für ein Ding? Halt, stopp. Die tragen ihn. Das wird wahrscheinlich die Bestattung sein, oder? Sie tragen ihn. Ich mag wissen, was das da gemeint ist. Das andere, warte, da drehe ich das nochmal weg, bevor ich das mache. Dann mache ich das gleich darüber. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ja. Was machen? Was sagt sie? Sie heben ihn hoch. Sie heben ihn hoch. Um ihn zu kreuzigen. Heben ihn hoch und kreuzigen ihn. Ist das so ein Ding, weißt du, dass er gekreuzigt wird? Muss man das Bestatten gar nicht machen? Sie heben ihn hoch, ja? Sie heben ihn hoch gehört dazu, oder? Fertig, ich mache jetzt das. Wir werden gleich sehen, ob es richtig oder falsch ist. Wieder mal weg. War für mich einfach nur logisch. Und jetzt, darüber. Und dann, sie kreuzigen ihn. Sie heben ihn hoch und kreuzigen ihn. Halb verkehrt. Das ist ein bisschen unlogisch, weil wenn du D drückst, dann geht's nach links und wenn du A drückst, geht's nach rechts. Ein bisschen kurios. Ich muss die Stange drücken. Ja, ich weiß. Hat funktioniert, wunderbar. Was ist hier bloß passiert? Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen und dann... Boom. Keine Zeugen. Die Schatulle. Das muss die Schatulle sein.
wäre aber vorsichtig, die wenn ich hier aufnehmen wollen würde. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Nicht gut. Gar nicht gut. Wollten wir gar nicht gucken, wo jetzt Jonah ist? Oh shit. Die kann ganz schön lang die Luft anhalten, ne? Aber ich habe ja die Fähigkeit, länger in der Luft anzuhalten. Das ist sehr gut, dass ich die jetzt habe. Ich glaube, das ist echt notwendig. Also in echt würde es so verrecken. So lange die Luft anhalten, dann wird alles eng und... Hände. Das wird knapp. Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich brauche diese Schatulle. Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig. Du warst. Dankeschön. Halt! Lass ihn sofort gehen! Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatulle. Und die da mal von Leberfleck, der spawnt. Was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Ja, das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Du
Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Onoratus, die Sonne wiederherstellen. Nein. Ich muss die Bedrohung vernichten. Du feiger, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara? Wie viele hast du auf dem Gewissen? Hm? Und vor allem, wofür? Lara, lauf! Haltet ihn auf! Gott sei Dank ist es einigermaßen gut gelaufen, denke ich. Ja, Sir. Jetzt wird der da hinten das nicht sehen. Lol. War das Rook? Der gerade eben? Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein! Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Der spanische Jesuitenmissionar Andres Lopez, ein Mitglied von Trinity, wurde mit dem Auftrag entsandt, die Schatulle von Ixchel sicherzustellen, die sich angeblich in Paititi befand. Statt die Schatulle jedoch dem Hohen Rat von Trinity zu bringen, gestand er seinem alten Freund Sinchichika, dem Kaiser von Paititi und Vorfahren von Onoratu, seinen Diebstahl. Gemeinsam schmiedeten sie einen Plan, um die Schatulle vor Trinity zu verstecken. Lopez ging von Paititi aus nach Westen und gründete die Mission von San Juan. Er hinterließ eine bis nach Cozumel zurückreichende Spur aus Hinweisen, der Sinchichikas Nachkommen folgen sollten, wenn die Zeit gekommen wäre. Während er die Mission und die tödlichen Gräber unter ihr erbaute, wurde Lopez' Verstand jedoch von den Kräften der Schatulle verdorben. Er kam zu der Überzeugung, dass niemand außer ihm der Macht der Sonne würdig sei und starb schließlich, verzehrt von den Kräften der Schatulle, allein in der Dunkelheit. Als kurz darauf ein Großteil der Bevölkerung Paititis einer Seuche zum Opfer fiel, starb auch Sinchichika und mit ihm das Wissen um die Spur aus Hinweisen, die zu der Schatulle führen. Ja, das war alles zusammengefasst. Überall diese verdammte Asche. Die Luft brennt im Rachen. Oh, es hat funktioniert. Gott sei Dank. Den könnte ich auch noch mitnehmen. Respekt für die Leute von hier. Scheiße. Ich könnte das nicht. Ich habe gehofft, dass ich den auch hier reinziehe. Wehe, du bist in ein paar Minuten nicht zurück. Wir erleiden Verluste. Findet den Mistkerl, der das war. Gott, ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Ja. Haltet die Augen offen. Verstanden, Team. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Hm, vielleicht da. Damo. Du gehst voraus. Lose Rautenformation. Feind! Ziel wieder ab! Ziel in Sicht! Zu! Ja, Gott sei Dank. Wo sind die M4, die ich hatte? Da. Oder das fette MG. Genauso. Ich glaube aber, dass ich ganz gute Arbeit geleistet habe. Ich glaube, 3 Leute habe ich mit Dingen rausgenommen. Oder das Schlamm, das ist schon mal nicht schlecht. Dass sie mich mit dem Wärmebild nicht sehen. Ziel ist die Neutralisierung von Croft. Sie ist allein in der Kirche geblieben? Was war das? Das war ja mein Mega-Fail. Ganz ruhig. Wo ist er?
Ah, ich habe eine Idee. Achso, davon habe ich keine. Kann ich da welche herstellen? Wollt. Ich kann da welche ein herstellen. Ein Typ mit einer Schatulle kann nicht sehr schnell rennen. Da fehlt mir irgendwas. Kann ich dir helfen? Tja, mein Freund, dein Freund hat dich gerade, hat deinen anderen Freund getötet. Magst du dich da nicht mal wegbewegen? Komm, beweg dich. Das leckt mich doch am Arsch. Komm ins Gebüsch. Du wolltest doch schon immer mit einer Frau ins Gebüsch, ha? Bisschen Angst, dass wenn ich genau... Ah, jetzt dreht der sich um. So, da haben wir eigentlich nur noch den da hinten. Den kriegen wir hin. So, erstmal wieder hübsch machen. Jonah, wo bist du? Ich bin im Zuckerrohrfeld. Sie sehen mich nicht. Halt den Kopf unten. Bin unterwegs. Ist das jetzt nicht ein bisschen so optimal? Die hören doch uns ab, oder? Wieso sagt er das einfach so? Oder haben die jetzt eine andere... Mal irgendwie besprochen, dass die eine andere Leitung haben? Andere Frequenz? Nein, das wollte ich doch nicht. Genau, das wollte ich. So, ich muss hier lang. Zuckerrohr, alle Einheiten. Höchste Priorität. Findet Lara Croft. Ihr habt den Commander gehört. Weidmanns Heil. Croft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen. Aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. Gibt wohl niemals auf. Tja, also haben sie es doch gewusst. Dass er im Zuckerrohr ist. Na, ist ungeil. Hey, wo bist du? Oh, das gefällt mir. Warum zieht sie die nicht da rein? Hey, weißt du, in einigen Fässern ist noch rum. Verdammt, Jameson, mach deinen Job. Was ist das? Eine muss sich umdrehen. Den hat sie jetzt da reingezogen. Okay. Also eine Pollenallergie darfst du hier nicht haben. So, da bin ich voll. Leider. Ich hatte aber auch lang kein Lagerfeuer mehr, wo ich irgendwie mal was machen konnte. Ich hoffe, er macht keinen Scheiß. Oh, sind es viele. Holy shit. Los geht's. Ich übernehme die Spitze. Oh nö. Ich verliere den Verstand. Hey, wo ist Jameson? Scheiße! Gerade haben wir noch geredet. An alle, Jameson ist weg. Sammeln und vorrücken. Warum wird der so gesehen? Da. Nein. Verdammt. Lass uns mal tauschen. Ist das okay? Ganz ruhig. Die haben es nicht gesehen. Den könnte ich... Was gehört hier nicht hin? Komm her. Ah, ein bisschen doof, dass der jetzt hier liegt.
Aber ich denke, dass ich hier eigentlich ganz gut durchkomme. Ah, ich gehe lieber mal weiter. Irgendein Heli kommt. Cardinal Six, wir haben Sichtkontakt zu Croft. Sie ist bei der Brennerei. Deacon Team, Einsatz. Deacon zum Einsatz, Commander. Wir holen sie uns. Ist der Ferne mit der Schrotflinte? Ist klar. Na gut, aber anscheinend. Irgendwie wollte ich irgendwas explodieren, das in der Nähe haben, aber. Nö, leider nicht. Aua. Musste das sein? Oh, was mache ich jetzt? Weiter vorgehen oder was? Lalalala. Ah, so genau weiß ich jetzt gerade nicht so. Der ist im Heli? Komm ich da durch? Bin schon da. Aber das haben die doch jetzt auch gehört. Die wissen doch jetzt, dass er im Heli ist. Gib mir die Schatulle. Was zum? Jonah! Bin doch schon da. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Alles bestens. Jonah! Wo kommen die jetzt her? Gott. Bereit? Oh ja. Alles klar. Bin okay. Was zum Teufel sollte das? Wäre ich du, wär's gut gegangen. Die kommen nicht weit. Geh. Los, wir schaffen das. Ist jetzt Vulkanausbruch oder wie? Oh shit. Ja, der Vulkan bricht auf. Nee, nee, der schafft es auch allein. Durch das Haus. Nein, das hättest du ein bisschen früher sagen sollen. Weiß nicht, ob ich den Typen retten soll. Das ist doch... Selbst wenn ich den Typen rette. Scheiße! Glaube ich irgendwie nicht, dass. Also, das ist so knapp gewesen, gerade hinter mir. Nee, 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 nee. Zu knapp. Schaffe ich nicht. Keine Chance. Durch das Haus!
Ja. Oh shit. Oh Mann, ich hab doch Leertaste gedrückt. Och nö. Ich schwöre, ich hab Leertaste zum Springen gedrückt, aber ja. Ich glaube nicht, dass das gedacht ist, dass man da oft stirbt. Kann ich eigentlich da auch oben langlaufen? Links bei der Treppe gerade? Scheiße! Sorry, Bro. Zu knapp. Durch das Haus. Du Scheiße. Oh nö, halt dich doch fest, du dumme Kuh, Alter. Oh. Weil mir so uneindeutig rechts und links sind solche Dinge. Ja, Gott sei Dank, wenigstens. Ich glaube, man kann da echt mehrere Wege gehen, oder? Oh, also, sorry, aber ich bin echt kein Talent für dieses Spiel. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich schon in diesem Spiel gestorben bin und das 10-mal an der gleichen Stelle, weil ich es einfach nicht raff. Aua. Shit. Nur eine Chance. Wie soll Jonah und die Frau das überlebt haben? Das geht ja gar nicht. Ja, die ganzen Leute können sich alle bei Lara bedanken. Okay, also die haben es anscheinend geschafft. Wie weit ist es noch bis Paititi? Wir sind fast da. Tut mir echt leid um die Schatulle. Du kannst nichts dafür. Es war Dominguez und Trinity. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. Ich könnte eine Familie haben. Alles hätte anders werden können. Wir werden uns die Schatulle holen und dann schnappen wir uns Dominguez. Eure Hoheit? Lara! Wo ist die Schatulle? Amaru hat sie. Aber der Tod der Sonne ist nah. Wir bekommen sie vor dem Ende des Rituals wieder. Das wird nicht einfach. Wir müssen den Plan anpassen. Bitte, nehmt euch Zeit für eure Vorbereitungen. Wir sorgen für alles andere. Vielen Dank.
Ich versuche, Uchu zu helfen. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Okay. So, und damit haben wir die Sequenz auch hinter uns. Wir haben den Erdbeben- und Vulkanausbruch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Vulkanausbruch war oder eigentlich einfach nur ein Erdrutsch. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber wir haben es auf alle Fälle überlebt. Jonah auch. Und dann ist aber die Folge auch schon wieder vorbei. Ich setze mich da mal, ich suche da mal ein Lagerfeuer. Hätte ich zumindest gern, damit ich auch mich mal wieder mit meinen Fähigkeitspunkten und sowas beschäftigen könnte da unten. Genau. Unfassbar, wie erwachsen Edsley in der kurzen Zeit geworden ist. Er wird ein großer König werden. Er hat beide Eltern verloren. So wie du. Aber Moment. Ja. Das mache ich aber alles, glaube ich. Oh, ich habe 9 Fähigkeitspunkte. Mache ich aber alles, glaube ich. Ah. Das habe ich freigeschalten, okay. Zielunterstützung. Halten länger an, das ist gut. Aber es ist halten länger an, die 3 schießen. Ja, doch. Ach, was soll's. Das nehme ich sowieso safe. Bisschen mehr Schaden wäre geil bei Kopftreffern und so. Also Helme durchbrechen oder sowas. Wäre ganz nice. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, tschüss. Aber ich glaube, er wird etwas besser damit fertig. Das sieht nur von außen so aus. Auf ihm lastet so viel Verantwortung. Unvorstellbar. Es geht nicht mehr nur um Trinity, richtig? Nein. Jetzt geht es um Paititi.